Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Heute wieder mit einer Custom Challenge von Fabian Glück. Wo das C fehlt, aber es heißt trotzdem wahrscheinlich Glück. Und zwar ist das die Challenge, wo man Säumilk, Ipecac, Cricket's Buddy und Pyromania tragen soll. Ich soll als Blue Baby spielen, steht drin. Blue Baby, da ist das Blue Baby. Und ich darf keine goldenen Räume mitnehmen. So, und jetzt gucken wir mal. Okay, wir sehen schon mal ziemlich interessant aus. Wie gesagt, wir haben halt Pyromaniac, Ipecac, Cricket's Body und die Sojamilch. Das heißt, wir werden ganz schnell schießen. Wahrscheinlich werden wir ganz viele kleine Ipecac-Dinger schießen. Aber ich weiß gerade nicht, wie das ist. Jo! Nice! Wie cool ist das denn? Und weil wir Pyromaniac haben, kriegen wir zum Glück keinen Schaden dadurch. Das heißt, wir müssen eigentlich nur darauf achten, wie scheuer das ist. Darauf achten, dass wir nicht von irgendwelchen Gegnern getroffen werden. Ansonsten, stimmt, die teilen sich noch auf. Oh mein Gott. Man wird hier hin und her geschleudert wie sonst was. Ansonsten vergiften wir halt die Gegner durch Ipecac. Und die Tränen werden auch noch aufgeteilt. Ist schon ganz nett, würde ich mal sagen. Allerdings machen die wohl nicht so viel Schaden. Na doch, unser Schaden ist trotzdem hoch, wegen Ipecac. Aber hätten wir nur die Sojamilch, dann wäre der nicht so allzu hoch. Und da wir nur das Blue Baby sind, kriegen wir keine roten Leben dazu. Durch Pyromaniac, sondern müssen halt blaue Leben selber finden. Aber gefällt mir doch recht gut, muss man mal sagen. Nette Challenge. Oh Gott. Aber gut, dadurch, dass wir halt das Blue Baby sind, wird es vielleicht doch ein bisschen schwerer. Na, wir schauen einfach mal. Wir schauen mal, wie wir damit zurechtkommen. Oh Gott. So, genau. Nach goldenen Raum brauchen wir gar nicht erst suchen. Die habe ich ausgestellt in der Mod drin. Herzen sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und ich spende einfach mal 2. Ich wollte die eigentlich gar nicht da rausholen. Okay, irgendwie. Das wird ziemlich, ziemlich laut werden, habe ich das Gefühl. Diese Challenge. Die ganze Zeit überall Explosionen. Okay, Speeddown ist jetzt nicht so geil. 3-mal Speeddown. Und 1-mal Speedup. Okay. Dann ist das gar nicht so tragisch. So, was haben wir da? Wieso gibt es jetzt trotzdem einen goldenen Raum? Ich habe den eigentlich ausgeschaltet. Also eigentlich dürfte da nichts drin sein. Genau, okay. Okay. Gut, wir haben auch genug Geld. Das heißt, ich hole mir einfach mal... Wir könnten das Kackhäufchen mitnehmen. Ich nehme aber mal die Leiter. Ich glaube, die Leiter ist eine gute Item. So, da kommen wir nicht rein, ohne Leben zu verlieren. Wir brauchen unsere Leben. Und diesmal in dieser Challenge möchte ich bitte nicht am Ende beim Blue Baby oder so sterben. Das wäre ganz schön blöd. Ich glaube, ich habe bisher noch gar keine Challenge geschafft, oder? Also nicht bis zum Ende. Weil ich da dann mal ganz knapp verloren habe. Oder gegen den Mega-Satan gekämpft habe. Und der einfach viel zu stark war. Ich bin schon voll der Profi in Isaac, ja. Oh, wir können fliegen. Ja gut, warum nicht? Sind wir ein kleines, fliegendes, grünes und schlecht gehender Engel. Ich find's toll. Oh, wir haben nicht genug Geld dafür. Oh nein, wo kriegen wir jetzt Geld her? Ah, da haben wir schon mal ein bisschen Geld. Okay, eine Münze fehlt. Ich möchte ungern den Automaten aufspringen. Das muss nicht sein. Oh. Ohohoho. Da gucken wir doch gleich mal rein. Na, was haben wir hier? Oh, nee. Wieso denn sowas? Okay, nee, brauche ich nicht. Das ist ein schlechtes Item. Obwohl wir noch kein Space-Item haben. Aber da habe ich lieber gar kein Space-Item anstatt das, was da lag. So, da haben wir unser Geld. Wir gehen gleich wieder zurück. Ich wollte nur gucken, ob der Boss eventuell hier oben ist und der ist tatsächlich hier oben. Gott, ich glaube... Voll Party hier. Ich glaube, dass die Chance höher ist, dass ich mich selber treffe, indem ich mich die ganze Zeit hin und her schubse, als ich selber gegen die Gegner gegenlaufe oder sie mich treffen. Oh nein, ein Health Down. Oh Gott. Okay, ich sollte nicht in die goldenen Räume reingehen. Die kosten einen Schlüssel und da kann eigentlich nichts Gutes drin sein. Also sollten wir da eventuell nicht reingehen. Ey, gib mir die Mütze. Müsste jetzt nicht hier noch irgendwo ein super Geheimraum sein, irgendwo? Hm, wo könnte denn der sein? Der könnte oben beim Boss sein. Ja, schaubar. Da kann er, glaube ich, nicht sein. Aber hier, nee, der könnte auch nicht sein. Da auch nicht. Dann muss er da oben sein. Oder halt da rechts. Auch nicht? Okay, da gibt es keinen super Geheimraum, was auch immer. Hallo, Dingel.
Au! Oh Gott, okay, wir machen gar nicht so viel Schaden. Hilfe! Das ist so lächerlich irgendwie. Oh, mir gefällt's. Mir gefällt das richtig gut. Zack, zack, zack. Irgendwo blaue Herzen. Nein, na, schade. Sehr schade. Das Blöde ist, als Blue Baby kriegt man halt auch keine roten Herzen dazu. Beziehungsweise Herzcontainer. Rote Herzcontainer. Mit denen wir uns dann irgendwie heilen könnten. Wir haben weißes Herz aufgesammelt gehabt. Okay, sehr interessant. Habe ich nicht mal mitbekommen. Aber wir sorgen hier ein bisschen für Stimmung. Für Bombenstimmung. Oh Gott. Komm schon, ihr seid vergiftet. Müssen die nicht irgendwann sterben? Durch die Vergiftung? Ja doch, okay. Man schießt einmal und es kommen 1000 Schüsse. So, sehen wir eigentlich, wo der Boss ist? Nö, okay. Oh, ich hätte die Gegner stärker machen sollen. Dann wären die ganze Zeit... Oh Gott, wir haben gleich keine Leben mehr. Dann würden die ganze Zeit durch die Räume gleiten, ohne zu sterben. Ja, bestimmt auch witzig. Huh. Oha. Ja, da habe ich mich kurz erschrocken. Vor allem, wir haben nur noch ein Leben, glaube ich. So ungefähr ein Leben. Vielleicht auch ein bisschen mehr, aber ich bin mir nicht so sicher. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal... Nein, ich wollte das gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen. Dass wir hier... Hä? Nicht allzu viele Leben verlieren. Broken Stopwatch. Könnten wir eigentlich mal mitnehmen. Ist das ein Trinket? Nee, ne? Nee. Okay. Lass mich durch die Tür. Oh Gott. Wenn ich die ganze Zeit schießen würde, dann komme ich nicht mehr durch die Tür durch. Ah doch, okay. Oh wow. Was eine komische Challenge. Oh, ich feiere das voll. Das ist irgendwie witzig. Ich mag das. Hallo Headless Horseman, du bist mal langsam. Oh Gott. Okay, brauchen wir zwar nicht, aber da wir noch kein Space-Item hatten, nehmen wir mal das nette kleine Pferdchen mit. Wir retten dich, Pferdchen. Vorhin ist es ein schwarzes Pferdchen und schwarze Pferdchen mag ich. Schwarze Pferdchen sind toll. Habe ich auch in Desperado, wo es irgendwie nicht weitergeht, weil die Leute, mit denen ich gerade aufnehmen will, nicht keine Zeit haben. Wir sind ja halt im Urlaub, weil gerade halt Urlaubszeit ist. Oder... sind halt mit Varo beschäftigt. Ja. Ist halt traurig. Aber eigentlich, ich habe Sachen geplant für Desperado, für die Leute, die da schon fragen. Aber ja. Liegt nicht an mir, dass es da nicht weitergeht. Vielleicht kann mir auch irgendwas ausdenken, dass ich irgendwie alleine irgendwas da machen kann, aber irgendwie macht das mehr Spaß mit anderen. Weil wenn ich da irgendwie was alleine machen würde, dann müsste ich ja auch gar nicht in so ein Teamprojekt rein. Ja. So. Head-Up! Ja, unser erstes Head-Up! Whee! Wir können uns eigentlich von hinten so ein bisschen Anschauung geben, oder? Nee, doch nicht. Okay, schade. Nur wenn man das ganz gut timet. So, Boss, wo bist denn du? Vielleicht bist du hier oben irgendwo. Au, oh, ah. Speed up. Ah, oh, i, ah, oh. Cool, ich tue mir selber wieder in den Pilzen. Das kann ich gut. Okay, goldener Raum. Bringt uns nichts, aber wir gehen trotzdem mal rein. Okay, in diesen goldenen Räumen scheint immer ein Schlüssel zu sein. Falls man da mal aus Versehen reingeht, oder wie? Das müssen wir mal beobachten. Also wenn man den goldenen Raum ausstellt, dann kommen da... Dann sind da nur Schlüssel drin. Okay. Die. Blaues Herz? Nö. Aha. Wieso lebt er noch? Dann wird zu schnell rausgegangen. Okay. Was auch immer. So, das nehmen wir mit. Das war eine Speed-Down-Pille. Wir spenden nochmal zumindest 5 Münzen. Auch wenn ich denke, wir werden noch ein paar mehr Münzen bekommen. Aber gut. Hallo, Darkman. Pony-Attacke! Mein Dash ist viel stärker als deiner. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn ich das Pony mache und dabei weggeschleudert werde,
Dann geht das Pony weiter. Das Pony geht also bis zur anderen Seite des Raumes. Davor macht es keinen Halt. Okay. Ja gut, also so viele Leben haben wir trotzdem nicht. Wir sollten trotzdem aufpassen. Vor allem später, wenn wir halt in The Worms sind, da würden wir dann relativ schnell sterben und das wäre nicht so cool. Also wir sollten auf jeden Fall noch ein paar blaue Herzen uns bereithalten. Wäre, glaube ich, nicht eine so schlechte Idee. Blaues Herz vielleicht? Nee, aber ein Schild. Das nehmen wir. Ein Schild wird uns helfen. Jetzt haben wir zwar unser cooles schwarzes Pony nicht mehr. Oh, shit. Aber dafür ein schnickes Schild. The Empress. The Empress hat er nur stärker gemacht, war das, oder? The Emperor hat einen zum Boss teleportet. Okay, blaues Herz, sehr schön. Oh. Wie man einfach Flipper spielen kann. Ui. Oh Gott, so ist da jetzt ein Schlüssel. Aha, okay. Ist also doch nicht immer ein Schlüssel drin. Gut zu wissen. Ein paar blaue Herzen wären ganz geil. Geilo. Okay, dann fühle ich mich wieder gut. Mit so vielen blauen Herzen. Ich glaube, ich muss das Video sowas von runterdrehen. Von dem Sound her. Das ist sowas von laut gerade. Aber okay. Ja, unser zweiter Steam Sale. Geil, jetzt können wir uns alles noch mal viel günstiger leisten. Ich glaube, das deckt gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Was warst du? The Tower. Stimmt, hier waren wir ja schon. Waren wir ja schon. Ja. Hätten wir das auch erledigt? Death Joker. Du blöder Automat, gibt's dir ja gar nichts. So. Joker könnten wir auf jeden Fall auch gut einsetzen. Und. Ja! Ey, gib das her jetzt hier. Ja. Baby, danke. Was haben wir da noch? Joker, The Stars, Hanged Man. Jurofan, auch noch sehr schön. Okay, also unser Leben geht sehr gut. Wir haben eine Joker-Karte dabei. Der Boss ist wohl. Ja, irgendwo da hinten, wenn wir da hinkommen würden. Au. Aber Angst habe ich trotzdem vor The Wurm, wenn ich ehrlich bin. Na gut, mit so vielen Leben jetzt vielleicht nicht mehr, aber ja. Und wir haben noch ein Schild. Also eigentlich sollte das was werden. Vor allem haben wir jetzt volle Leben. The Fallen, oh no! Was soll ich nur gegen dich tun, The Fallen? Oh nee, jetzt bin ich ja fast gestorben. So, können wir einmal einsetzen. Ich nehme trotzdem mal Book of Shadows lieber mit. Nehmen wir auch mit. You feel blessed. Die weiße Version, die hat zum Glück nicht viele Leben. Okay, eventuell können wir wieder zum Mega-Satan gehen. Ich weiß allerdings, ja doch, mit solchen Items eigentlich schon, oder? Was ist das denn für eine Ebene? Eine 4. Ah, eine 4. Oder ein Piratenboot. Oder so. Ich gehe mal oben in die 4 rein. Wie man immer hin und her geschleudert wird hier. Unglaublich. Kein Respekt mehr, dieses Spiel vor allem. Ja, Pretty Fly. Okay. Hatten wir schon eine? Nee, ne? Nee. Noch ein bisschen Geld, was wir nicht brauchen. Wir sollten vielleicht ein bisschen Geld spenden. Werden wir jetzt hier im Shop tun. Oh, perfekt zum Boss gegangen. Sehr schön. Vor dem haben wir schon. Da wären ein paar Pillen. Das war, glaube ich, gut. Naja. Nicht so gut wie erwartet. Die Batterie nehmen wir nochmal mit.
Na, okay, bis 800 leider nicht. Dann nehmen wir noch die Pillen hier mit. Was haben wir denn da Schönes? Eine Range Down, eine, weiß man nicht, Full Health, aha, eine Speed Up und eine Full Health. Und eine Health Up. Ne, ich nehme die Joker-Karte. Hallo Mutti. Das sind schon mal Mutti? Okay. Moment, ihr Stampfer kann uns da gar nichts anhaben. Yay, weil wir Pyromaniac haben. Dann werden wir auch den Teufelspart gehen. So, easy peasy. Das ist noch da, das ist gut. Das nehmen wir mit, das ist ein bisschen Schaden. Und dann schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Das Mongo Baby. Ich nehme das mal mit. Hard Bombs, zählt das mit denen eigentlich auch? Scheinbar nicht. Hat Hard Bombs nicht gemacht, dass wenn man eine Bombe gesetzt hat, dass er dann so, genau, dass da Feuer ist. Okay, schade, dass das nicht mit Eifelkeck funktioniert. Hätte ich mir jetzt geil vorgestellt, so mit Eifelkeck. Schade. Aber wir haben die Broken Stopwatch hier gerade. Deswegen sind die alle so langsam. Dafür, dass wir voll Schaden haben, ist unser Schaden irgendwie deutlich so hoch. Na, geht eigentlich. Voll der Krieg hier. Oh mein Gott. Eben Kriegsgebiet. Oh Gott. Oh Gott. Alle, die jetzt in Vietnam waren, dürfen nicht zuhören. Sonst ticken die gleich aus. Und dann bin ich noch schuld. Okay, schon mal bei der schlimmsten Kombo. Dann geht das ja nicht mehr lang. Gish und Monstro 2, das ist echt die schlimmste Kombo von den ganzen, die hier sind. Vor denen habe ich immer Respekt, wenn ich nicht gerade mal OP bin, so wie jetzt. Okay, die sind auch noch nervig. Aber Gish und Monstro 2 finde ich echt noch nerviger, wenn ich ehrlich bin. Als dieses Herz. Wäre das das alte Isaac, dann wäre das Herz natürlich das Schlimmste. Da war Mask of Infamy echt sowas von unfair. So, sollte gleich vorbei sein, oder? Das sind doch jetzt schon die letzten, diese Harbinger. So. Jetzt musste ich hier diesen blöden Bosswasch machen. Nur weil ich dachte, diese Flaming Bombs würden auch mit Eifelkeck funktionieren. Und geschafft. Doch noch nicht. Okay. Aber jetzt. So. Kriegen wir noch was? Yay. Toll. Okay, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Nicht so ganz wirklich. Aber gut. Haben wir aber endlich wieder den Bosswasch gemacht. Haben wir lange nicht. So, Utero 1. Gut, Utero kann jetzt ein bisschen blöd werden. Je nachdem, wie oft ich mich treffen lasse halt. So, wir können natürlich diese Ebene auch einfach überspringen, indem ich einfach Joker einsetze. Aber nee, sowas machen wir nicht. Okay, wo wollen wir mal hin? Justice ist eigentlich ganz nett, warum nicht? Oben links höchstwahrscheinlich. Na, gibst du uns noch einen Steam Sale, unseren dritten? Ach, schade. So ein dritter Steam Sale wäre schon was Schönes gewesen. Und wir konnten einen Raum auslassen. Warum sehen wir jetzt, wo der Boss ist? Haben wir eben irgendwas aufgesammelt?
ziemlich strange. Lass mich da rein! Ah, ich will da rein! Okay, vielleicht sollte ich aufhören zu schießen. Okay, das bringt uns überhaupt nichts. Und hallo, Mama Gertie. Wir können schon wieder bei dir fliegen. Ich kann nämlich immer bei dir fliegen. Oh, da konnte ich einmal angreifen. Der Arme. Aber was, weißt du, was ich noch brauche? Ich brauche noch einen Engelsraum. Sonst können wir nicht zum Megasatan. Und wenn wir nicht zum Megasatan können, dann wäre das ganz schön traurig. Nee, auf die habe ich keine Lust. Obwohl, die wird uns auch keinen Schaden machen, oder? Diese Hände, die von der Luft fallen? Glaub nicht. Aua. Okay, so ein Scheißhaufen natürlich schon. Noch ein Butterfly, warum nicht? Speed up. Und das war, glaube ich, was Schlechtes. Jo. Kidoki, du blöder Scheißhaufen. Hat er zweimal getroffen, ich glaub's ja nicht. Zweimal derselbe auch noch. Naja, gut. Das nächste Mal, wenn wir an diesen Scheißhaufen vorbeigehen müssen, setze ich mein Buch ein. Aber müssen wir zum Glück nicht. Gut. Rote Scheißhaufen sind nämlich mein... Ah, schon wieder? Was? Rote Scheißhaufen sind mein Erzfeind. Au. Nein, bei den Engelsraum. Engelsraum wäre schön. Schade. Wir gehen zum Teufel natürlich, weil wir das Negativ dabei haben. Stimmt, wenn wir jetzt einmal getroffen werden, dann kriegen die Gegner ja sogar Schaden durch unser Negativ. Ich hoffe, wir haben das auch mitgenommen. Ja. Haben wir mitgenommen, alles gut. Ab zum Teufel. Weil der Teufel hat eine Stampfattacke. Und das ist schön, weil Stampfattacken können uns nichts anhaben. So, einmal richtig hingesetzt. Aber noch sollten wir uns nicht allzu siegessicher sehen. Denn es kann noch alles passieren. Vor allem in Challenges, wo ich mich immer zu siegessicher fühle. Genug Erfahrungen mitgemacht. Aber warum sehen wir dann immer wieder den Boss? Richtig merkwürdig. Und wieso stirbt er nicht? Und warum bist du so fett? Und warum liegt hier der Stroh rum? Und wieso hast du keine Maske auf? Wieso haben wir eine Maske auf? Oh Gott. Meine Ohren tun schon voll weh. Weil das richtig laut ist. Aber egal, ist egal. So, hi, Satan. Kann der Satan uns eine Dings geben? Eine Dingsy-Dings? Einen Angels-Room? Wäre ganz schön. Ich habe jetzt nämlich das Trinket mitgenommen, das wir da haben. Wegen. Guck mal, seine dritte Form kann zum Beispiel gar nichts mehr anhaben. Damit wir einen Angel zu bekommen. Oder machen die. Was? Warte. Wenn die gegen einen gegen laufen. Laufen wir gegen uns gegen? Okay. Machen sie trotzdem Schaden. Ich dachte, die explodieren dann sofort. Ich setze mal kurz Joker ein. Schade, nur Krampus. Dat Carol. Na gut. Dann leider kein Mega-Satan. Ach ja, ich habe die Musik ja geändert. Schade, dass ich die Musik jetzt zerstöre mit meinen ganzen...
Tränen. Ich mag die Musik. Wer von euch erkennt, wo die Musik herkommt? Erkennt das jemand? Wenn die Musik jetzt überhaupt noch laut genug ist, weil ich werde das garantiert runterschrauben. Schubdawup. Müsste ich auch mal wieder spielen. Auf dem DS. Das Spiel, wo dieses Lied herkommt. Gehört übrigens zu meinem Lieblingsspiel. Oh Gott, ich sterbe hier gerade. Ist das nicht toll? Wieder kurz vorm Ende. Das ist super. Das einzige Gute ist, dass wir eine Vollerdpille haben. Ja, bringt die eigentlich was als Blue Baby? Wird man dann 3 Leben haben? Wenn man sie einsetzt, wenn man nur noch ein blaues Leben hat oder so? Ah, oh, wow, wir sind genau den falschen Weg gegangen. Shit. Oh nein, diese Super-Trollbomben. Ich konnte ihnen nicht ausweichen. So. Wieso sehen wir jetzt zum Beispiel den Boss nicht? Eben haben wir doch auch die ganze Zeit gesehen. Oh nee. Ah, puh. Da habe ich mich selber in die Ecke unten ge... Nein. Okay, ich setze mein Schild ein. Sowas von. Gibst du mir bitte ein blaues Herz? Ach, shit. Das Gute ist, wir müssen eigentlich nur einen Raum machen. Einen einzigen. Dann hätten wir unseren Schild schon wieder. Das heißt, wir können das jeden zweiten Raum einsetzen. Okay, da ist der Boss. Jetzt nur nicht hier treffen lassen und dann ist alles gut. Okay, und du bist bitte unser dritter Steam Sale. Ja, okay, auch sehr schön. Red Patch brauchen wir nicht. Obwohl, können wir eigentlich mal mitnehmen. Warum nicht? 2 Leben. Ja, shit. Schon wieder viel zu knapp hier. Ich setze ein Schild ein. Besser ist besser. Nee, sicher ist sicher, so rum. Besser ist das. Okay, haben wir geschafft. Oder? Wow! Ho. Shit. Ja gut, mit einem Leben überlebt. Ich sag's ja, ich hab mich wieder viel zu sicher gefühlt. Oh man. Missing. Stimmt doch gar nicht. Da stand doch nur Sing. Also von daher, ich gar nicht gesingt. Yay. Wir haben die Challenge geschafft. Ich freue mich. Nee, aber war eine nette Challenge, Fabian. Glück. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Schöne Challenge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.